Wie weit Hoeneß and Friends, das war gut. Hoeneß and Friends, ey, das wird die neue Sendung. Das wird die Sendung. Wie weit? Ja, wie weit? Ich weiß ja nicht, ob Sie in den Fokus möchten. Nein. Nicht? Gut, deswegen halte ich die Kamera so. Achso, ja. Aber es geht mir um das Fahrrad. Es geht um das Fahrrad. Ja? Ja. Ja. Und? Weit ist eine Frage, Gala, wenn man keine Grenze hat. Schreibt er in die Zeitung Gala? Das, das hat mit Gala nichts zu tun. Nein, okay. Nein. Das ist entstanden, weil ich auf sämtlichen oder auf... Ihr habt zu viele Fernsehsender, CNN, Webhosting.de, FIFA, Gala und was ihr alles da habt. Ja gut, ist die Giovanni Frage, Elber, er kann es ja auch sammeln. Der kann es ja auch sammeln. Johnny Elber hat ein... Ja, soll man diese Spiele aus diesem Grund dann vergessen? Ein Kochkunststudio oder was? Nee, darf man nicht. Nein. Der macht viel für Kinder in Brasilien, habe ich vor zwei Wochen erfahren. Ja? Ja. Und ich glaube, wenn Gerd Müller nicht gewesen wäre, dann wäre Bayern morgen und heute nicht so viel wert, weil er hat, glaube ich, die Deutschen unter anderem das irgendwie waren, zum... Das waren nicht nur der Müller, das waren alle, das war der Beckenbauer, der Schwarze. Der Beckenbauer und Müller. Der Rot, das waren alle die in den 84ern. Die berühmten Doppelpässe von Müller und Beckenbauer. In die Gasse. Da entstand die Bundesliga aber und da waren Team, die auch da. Das Team ist entscheidend. Aber das Team ist jetzt wieder durch den Fanfare wieder gekommen. Das sind Niederlande, Holland, das sind auch Holland, oder? Nein. Aber Sie sind kein Münchner. Ja, nein, ich wohne in Nürnberg. Und, ja, aber Sie sind auch kein Nürnberger. Nein. Die Nürnberger reden wieder anders. Eineinhalb Stunden sind wir gelaufen von Nürnberg nach Fürth. Das war gut. Ja, der Hintergrund von dem Bike ist, ich bin Bayern-Fan und war halt 2001 im Olympiastadion. Mhm. Und da war ein Spendenaufruf. Udo Basimir hat Leukämie und da sollte man Blut spenden. Aha. Und da hat mich jemand gefragt, währenddessen, dass da Blut abgenommen wird, ja, was haben Sie da am Hemd für eine Werbung? Und da sage ich, das ist ein Klavier, ja, und ich bin Manager von einer Pianistin. Und da hat die gesagt...